Am 11. Mai 2016 empfing der SC Magdeburg vor 7.148 Zuschauern in ausverkaufter Halle den deutschen Rekordmeister, den THW Kiel. Es war das erste Heimspiel nach dem DHB-Pokalsieg und entsprechend gebührend wurde die Mannschaft empfangen. Der Kapitän präsentiert den Pokal. Die beiden ersten Angriffe der Mannschaften bringen nichts. In der zweiten Minute eröffnet Michael Haas den Torreigen. 1:0, die für lange Zeit einzige Führung des SCM. In der sechsten Spielminute hieß es bereits 1:4 für den THW, hier durch Dominik Klein. Dann entwickelte sich ein offensives Spiel. Kiel und Magdeburg schenken sich nichts. Für diese Aktion bekam der THW Kiel 2 Minuten und somit war der SCM in Überzahl und nutzte diese kurze Zeit später zum Ausgleich. Nach einem 4:0-Lauf heißt es 7:7 durch Nemanja Selinovic. Das sollte nicht der letzte von Dario Quenstedt gehaltene 7 Meter sein. Er gibt ein erstes Zeichen für den weiteren Spielverlauf. Und wieder Geld für unseren Nachwuchs. Der gehaltene 7 Meter von Dario! In der 22. Minute ist es der 9-fache Torschütze, der den Ausgleich liefert. 9:9, Michael Damgaard. 25. Minute, der Wahnsinn. Andreas Rujewski auf Michael Damgaard und der auf Marco Besiak. 11:10, Auszeit Kiel. Bad Boy Finn Lemke entblößt den Kieler Angriff und bekommt dafür 2 Minuten. Den Halbzeitstand stellt Marco Wujin für den THW her. 12:15. Es dauerte 17 kämpferische Minuten, aber dann war es soweit. Michael Damgaard quer über die Platte auf Robert Weber und der trifft zum Ausgleich. 21:21. Zwischenzeitlich geht der THW noch einmal mit 2 in Führung. Aber dann, 4 Minuten vor dem Ende, kommt der Auftritt von Finn Lemke. 27:26, die Führung liegt wieder beim SC Magdeburg. Es folgt ein offener Schlagabtausch. Hier Robert Weber nach einem Zuspiel von Marco Besiak mit dem 29:28. Die Halle tobt. Noch mehr als klar wird, dass ein 7 Meter über den Ausgang des Spieles entscheiden wird. Ein Punkt ist dem SCM schon sicher. Unglaublich! Dario Quenstedt hält das Ding und sichert den leidenschaftlich erkämpften Sieg gegen den THW Kiel in der 50. Bundesliga-Begegnung beider Mannschaften. Und hier die Stimmen zum Spiel. Ja, das war sehr gut. Bin sehr zufrieden mit Dario. Und die fanden ja so, wir hatten gerade gut angefangen, kann man sagen. 0 von 6 bekommen und hat sich mit hartem Stück Arbeit sich ins Spiel eingekommen. Und letzte Phase, erste Halbzeit überragend, zweite Halbzeit hat es sehr gut gestanden. Also, aber wir haben konsequent gearbeitet in Abwehr und das hilft natürlich. Aber die Nerven beim letzten 7 Meter, ist doch Wahnsinn. Ja, die Crunch-Time-Parade natürlich und da ist immer ein bisschen Vorteil für den Torwart. Alle Druck liegt natürlich auf Niklas Ekberg in diesem Fall und ja, war super, super gehalten und ich bin sehr zufrieden. Wir haben Kiel geschlagen zu Hause, fantastisch. Okay, danke. Ja, aber wir haben weiter Spiel, die ganze Spiel, das war unglaublich. Krieg 2 Minuten, Spiel weiter. Das war ein bisschen schwer, Spiel weiter. Wir haben es sehr gut gemacht heute, das war schön und wir müssen mitbringen diese für jeden Spiel. Gab es ein taktisches Rezept gegen den THW oder habt ihr gesagt, alles was da ist, raus? Das taktische Rezept ist vielleicht 7.000 Zuschauer, glaube ich. Das ist immer ein Plus für einen Torhüter. Also 7 Meter ist einfach so, dass der Schütze eigentlich im Vorteil ist, der muss die Dinger reinwerfen, aber als Torhüter hast du nichts zu verlieren. Gerade aus hier, gerade mit ausverkaufter Hütte, es ist unwahrscheinlich viel Druck auf den Schützen. Also das ist unwahrscheinlich viel Druck, die auf den Schützen lastet. Und ich konnte eigentlich nur gewinnen. Ich wollte aggressiv sein, aggressiv gegen ihn rauskommen. Und es hat dann auch zum Glück gut funktioniert. Ich war voll fokussiert auf das Spiel. Ich habe mich natürlich gefreut, dass ich gegen den THW anfange. Gerade vor einer ausverkauften Halle, nach dem Pokalsieg. Was gibt es da Schöneres? Also ich wollte mir hier nochmal ein Ausrufezeichen setzen, ob wir jetzt die Meisterschaft mit entschieden haben. Ja, es kann sein. Ich weiß jetzt nicht, wie die anderen Spiele noch laufen. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen kann man schon sagen, dass wir heute ein sehr gutes Spiel gemacht haben, in der Abwehr geackert haben und im Angriff war es einfach so, dass wir auch eine gute Wurfeffektivität hatten. Momentan Platz 10, das ist nicht das, was wir uns vorgestellt haben vor der Saison.
Deswegen versuchen wir jetzt noch die restlichen Spieltage vernünftig zu gestalten, positiv zu gestalten. Am besten mit Maximalausbeute.